Das dürfte gleich mal viel ausmachen. Aber ich hätte vorher gucken sollen, ob es nicht auch schönere Vorhänge gibt. Ich meine, das ist schon auch interessant. Jalousien könnte man auch hier hin machen, einfach. Weiß ich aber noch nicht. Na, jetzt habe ich mit denen angefangen. Jetzt mache ich mit denen auch mal weiter. Aber die lassen sich auch nur ganz komisch platzieren irgendwie. Die muss ich dann auch mit dem Glitzstempel machen, weil das sind sehr sture Items hier. Ich weiß gar nicht genau, nach welchen Regeln die überhaupt funktionieren. Ich weiß nicht, warum ich die Damenfenster jetzt gerade platzieren konnte. Hier draußen im Maisfeld geht's wieder. Hier nicht so. Keine Ahnung. Seltsame Items. Aber da brauchen wir jetzt mal am besten 1, 2, 3, 4. Hier sind die fast ein bisschen lang, oder? Na, aber man könnte hier ein so... Ja, mache ich mal. Und hier kann man die ein bisschen hinter die Tresen glitschen. Warum denn nicht? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mache ich mal. Brauchen wir wahrscheinlich. So. Glitchstempel. Hey, Level Up! Fürs Vorhang platzieren. Für das meisterhafte Platzieren eines Vorhangs. Ja, da gurt der andere Kater diesmal zustimmend. So viele Kater. Man kann nie genug Kater haben. Und Katzen. Egal. Und auch Hunde oder andere nichtmenschliche Mitbewohner. Also von denen man weiß. Also freiwillige Mitbewohner. Parasiten und so sind eher doof dann. Die will man nicht unbedingt. Zu Bewohner mit beidseitigem Einverständnis. Quasi. Kann man nie genug haben. Ich glaube, ich mache hier einfach einen einzelnen Vorhang so ein bisschen schräg rein, einfach nur. Ich glaube, das ist besser. Ja, aber was will ich denn mit den Perks noch? Ich habe mir schon, ich weiß nicht mehr genau, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube spätestens bei Level 80 war der Charakter quasi ausgeskillt. Und ich habe dann noch ein paar andere Skills genommen, weil ich halt die Levelpunkte dafür hatte, aber eigentlich hat es mich nicht mehr interessiert. Und jetzt über Level 120 wüsste ich wirklich nicht, was ich da noch nehmen sollte. Jetzt würde ich gern die drei Vorhänge nochmal ein bisschen anders positionieren, aber dafür müsste ich die nochmal komplett... Ne, das mache ich jetzt nicht. Habe ich jetzt keinen Bock. Keinen Bock drauf. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Zumindest, man könnte ja mal, also es ist, schauen wir mal. Naja, jetzt erstmal die Fenster fertig machen und dann sage ich euch meine Idee. Dann testen wir das mal. Die Vorhänge machen schon was aus, oder? Die Fenster waren vorher schon super hässlich. Jetzt lenken die ein bisschen davon ab, wie hässlich die Fenster eigentlich sind. Restoration. Restoration now begins. Eigentlich sind wir schon mittendrin. Okay, cool. Nehmen wir. Passt. Check. Wunderbar. So, und jetzt bei dem Durchgang zwischen den beiden Türen habe ich mir nämlich immer gedacht, was könnte man hier noch machen, damit das nicht so hässlich ist. Wände sind zu groß, alles andere ist irgendwie doof. Vielleicht hängt man einfach so Vorhänge hier rein, so Stoffdinger einfach so rein mal. Ein bisschen. Ah, das ist jetzt ein bisschen nicht gut geworden. Die hängen ein bisschen zu niedrig. Wenn, dann würde ich gern verstecken, dass das Vorhänge sind. Also die Oberseite sollte man quasi nicht sehen.
Ach komm schon. Aber wenn ich die so hoch hänge, hängen sie wahrscheinlich... Ja, genau eben. Aber trotzdem, ich hänge die dahin. Beide. Warum nicht? Ist okay. Es hilft ein bisschen, habe ich das Gefühl. Es macht es ein bisschen besser. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht noch cooler aussieht dann letztendlich, aber immerhin ist ein bisschen was von dieser hässlichen Zwischenwand hier jetzt noch verdeckt. Warum nicht? Es ist ein Anfang. Tja, okay. Vielleicht noch ein paar schöne Gemälde. Wenn noch irgendwo Platz ist. Hier wäre noch gut Platz für ein Gemälde. So. Ja, hier wollte ich noch irgendwie, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich hier hinbauen wollte. Also kommt hier ein Katzenbild hin. Katzenbilder gehen immer. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, Katzenbild. Elch ist natürlich auch okay. Das wird jetzt problematisch. Das mit einem Stempen habe ich mir gerade gedacht. Mit einem Cheat-Stempen. Aber jetzt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Schauen wir mal. Doch, anscheinend. Problemlos. Wunderbar. Okay. So, Nummernlampen. Was haben wir bei Sonstiges denn noch? Ach so, ein Basketballkorb, sonst nix. Doch, eine Nuka-Cola-Uhr. Eine Uhr muss doch noch irgendwo hin. Ein Bauplan muss doch auch noch irgendwo hin. Irgendwie gibt's den gar nicht. Okay, passt schon. Barrels and Baskets. Ich weiß nicht, ich glaube, brauchen wir nicht unbedingt. Kerzen. Oh, stellen wir eine Kerze auf den Tisch. Schön. Ich baue hier nur noch ein bisschen mehr Klimbims außen hin, damit noch mehr von der Hauswand ablenkt quasi. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich die jetzt hier platziere. Aha, Radio TV. Der sieht aus wie der Standardprotagonist. Der Kerl im Fernsehen. Crazy. Terminal. Man könnte hier noch so einen kleinen Schreibtisch hinstellen. Das ist vielleicht cool. Oder hier so einen kleinen
Memory Bank Server. Oder einfach nur ein Radio, so eine Anlage. Ah, die stellen wir hier hin. Steht da nicht in echt sogar wirklich so eine? Ich bin mir nicht sicher. Aber die stelle ich hier hin. Das Katzenbild muss ein bisschen höher. Nein, Katzenbild, nein. Okay, warte, du musst noch mal schnell weg. Was ist denn jetzt mit dem Katzenbild los? Okay. Na, was denn? So. Passt. Und ich glaube, da stelle ich jetzt wirklich noch einen kleinen Schreibtisch hin. Nichts zu Großes. Irgendein kleiner Schreibtisch. Kleines Desk. Warum sind denn die so, wie die sind? Warum glitschen denn die manchmal so komisch durch die Decke? Okay, da benutze ich einen Stempel. Früher hätte ich einen Teppichglitch benutzt. Der war auch sehr nützlich. Jetzt kann man ja zum Glück den Stempelglitch benutzen. Na, es ist mit den Vorhängen jetzt doof, ne? In die Vorhänge soll der natürlich nicht reinglitschen. Aber ich will ihn auch ungern so weit wegstellen von der Wand. Ein Dilemma, da muss er halt ein bisschen reinglitschen in die Vorhänge. Da stellen wir dann den Computer drauf, dann sieht man das gar nicht mehr. Das ist eine Idee. Hallo, Black Angel. Die Facecam, das ist wegen den Katzen. Weil die Katzen eine OP hatten und quasi das Zimmer umgeräumt wurde vorübergehend zum Krankenzimmer, damit die operierte Katze von den anderen Katzen isoliert ist, damit die nicht mit ihr spielen wollen oder so. Oder sie anpöbeln oder was auch immer. Und das ist noch nicht alles wieder richtig umgebaut, aufgebaut. Deswegen ist das jetzt noch so. Ist das noch blöd jetzt mit Kamera? Aber der Katze geht's gut. Die ist wieder fit. Die kriegt jetzt Schmerzmittel und Antibiotika und ist wieder wie neu. Katzen sind da zäh. Wo war denn jetzt der Computer? Ich finde den nicht mehr. Power? Nee, warte mal, das war schon bei Decorations, oder? Nee, doch, nee. Doch, das war bei Decorations, stimmt, genau. Bin ich jetzt? Warte mal. Doch, aber stimmt schon. Das müsste schon hier dabei sein. Da waren doch bei den Terminals auch so kleine Tischcomputer dabei. Gerade habe ich sie noch gesehen. Ah. Jetzt sind hier nur so seltsame. Und unten kommt er auch nicht nach, die Bilder zu laden. Wollte ich gerade sagen, da hat er sie geladen. Ah ja, bin ich wohl irgendwie einfach drüber geskippt oder so. Nee. Das ist deswegen doof, weil ich noch einen Stuhl davor stellen will. Und wenn dann, na, der soll schon da zentral dann so ein bisschen stehen. So. Ein Radio haben wir jetzt. Ein Schallplattenspiel haben wir hier. Aber so ein kleines Radio noch irgendwo. Kann man auf die Küchenzeilen was stellen, ohne dass ich großartig rumglitschen muss? Na, müsste ich hinglitschen. Habe jetzt keinen Nerv dafür. Ah, perfekt. Nehmen wir es das. So. Verschleiert auch ein bisschen, dass hier der Vorhang so durchglitscht.
Das ist gut. Okay. Na, das wird schöner, als ich dachte, dass wir es schaffen, dass es möglich ist. Muss ich sagen. Finde ich gut. Wundervoll. Okay. Die Regale könnte man natürlich schon auch noch vollräumen. Außerdem stehen die Regale echt irgendwie ein bisschen schief. Ich hol das Glitch-Tool. Das Regal glitschen wir schon hin. Hä? Moment mal, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Nochmal. Also irgendwie spinnt's gerade ein bisschen. Wartet mal, ich räume den mal weg und nehme mal einen anderen. Das ist gerade komisch. Ah ja, jetzt funktioniert's. Ha, seltsam. So, ich glaube, das ist schon besser jetzt. Stehen die ziemlich auf einer Ebene. Okay, gut. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt schauen wir einfach mal, was es hier noch so gibt an Dekorationsmöglichkeiten. Oh ja, warte mal, mit Statuen oder sowas könnte man hier außen vielleicht die Außenfassade noch ein bisschen verschleiern, aber... Ja, weiß ich jetzt nicht. Die Brunnen sind vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und sonst wüsste ich es jetzt auch nicht. Vielleicht auch nicht. Hier so als Gartenzwerg quasi. Warum nicht? Hier, wie in Smash Brothers quasi. Aber ich glaube, einer reicht. Okay. Spikes and Poles brauchen wir, glaube ich, nicht für unser Projekt hier. Auch nicht. Nach Themen dekoriert. Arcade, Barbecue, Children, Children of the Atom Church, Fishing, Funeral. Garage, Gardening, Gym, Hospital, Library. Könnte vielleicht interessant sein, um die Regale mit Büchern vollzuräumen. Gibt's hier gleich so ganze Bücherstapel? Ja. Sind ein bisschen hoch. Wäre vielleicht aber gar nicht schlecht, ein paar davon. Müssen wir mal schauen. Muss ich mal schauen, ob wir die reinkriegen in das Regal. Dass das einigermaßen nach was aussieht. Hä? Oh nein! Wir haben kein Papier mehr! Ah, deswegen kann ich keine Bücher mehr bauen. Naja, dann versuchen wir es erstmal mit denen, die wir haben. Laundry. Missionist Military Museum. Office. Gibt es auch? Nee, gibt's nicht. Na gut. Weihnachten. Man könnte Weihnachtsdeko anbringen. Zumindest könnte ich wirklich so Wandlampen ein bisschen anbringen. Klatter. Klatter ist auch immer gut. Clothing and Armor, weiß ich jetzt nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Magazines, genau, hier auf dem Schreibtisch wollte ich nämlich noch irgendwie Papierstapel legen. Warum nicht ein paar Magazine? Sind das Custom-Magazine? Ich glaube schon, ne?
nee, das sind die, die ein paar Möbelstücke freischalten können. Glaube ich. Naja, leg mal eine Robco Fun Zeitschrift hier hin. Oh. Ja. Mit Captain Cosmos und Jingles the Moon Monkey. Und Schlüssel sind eigentlich auch immer gut. Nur, dass ich die komischerweise nicht auf den Tisch legen kann, sondern nur auf den Boden. Auf den Tisch geht's? Na, meinetwegen, legen wir hier den Schlüssel hin. Ist auch okay. Dann legen wir hier noch so eine Holodisk. Cartridges. Vielleicht gleich ein paar. Warum haben die unterschiedliche Größen? Haben die Spieler andere Formate als die großen? Also sollten sie eigentlich nicht haben, ne? Aber gut. Genau, die passende Cartridge zur Ausgabe natürlich. So. Jetzt ist es Kunst. Ah ja, Bilderrahmen. Darf natürlich nicht fehlen. Ach, irgendwie mag der Schreibtisch manche Objekte nicht oder andersrum. Aber warte mal, die müssen wir nicht unbedingt auf den Schreibtisch stellen. Auf dem Regal wären die auch nicht schlecht. Sind zwar sehr sture Items, die sich kaum platzieren lassen, aber es geht schon. So, bisschen Kladderdatsch. Bisschen Grusch und Krimskrams in der Wohnung verteilen ist immer gut. Das macht's lebendiger und realistischer. Hier zum Beispiel, wer hat nicht so einen alten, rostigen Nuka-Cola-Automat mitten im Wohnzimmer stehen? Jeder hat das. Jeder. Hey, danke fürs Follow, PewDiePie-Fan. Willkommen und danke. Was war das? Ein Zigarettenautomat? Ja, genau. Okay, nee. Ein paar Pflanzen. Aber stimmt eigentlich. Zimmerpflanzen. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn es einige... Also, ja. Ja, genau. Die ist ein bisschen nicht so aufdringlich. Aber so einen großen Fahnen-Ding hier... Hätte ich schon auch gern irgendwo, aber ich glaube, wir haben fast keinen Platz mehr im Wohnzimmer. Hier beim Eingang stört er. Hier vielleicht. Da stört er nur minimal, wenn man reinkommt. Nur ganz leicht. Okay, stellen wir einen hin, weil es einfach schöner ist. Mit ein paar Pflanzen. Ich habe auch in Wirklichkeit viel zu wenig Pflanzen im Haus. Ich hätte gern viel mehr Pflanzen. Muss ich echt mal, da müssen wir echt mal aufrüsten. Die Merlin und ich. Das wäre echt gut. Hallo Primutus, hi. Wie geht's? Fast 13.000 Kanalpunkte hast du jetzt zusammen. Nicht schlecht. Kannst du viele Kommentare hervorheben und so. Stimmt, weil du es gerade sagst, da wollte ich doch mal gucken, ob man da noch mehr Emojis vielleicht irgendwie... machen kann. Ich komme leider zu nichts momentan. Aber irgendwann, hey, stimmt, jetzt wo ich das Ding da gerade sehe, dieses, weiß ich nicht, Klimaanlagen-Ding oder so, ein Kamin auf dem Dach wäre natürlich noch cool. Aber das könnte man hier auch einfach mal platzieren irgendwo. Hier, das ist doch ein guter Kamin. Perfekt. Quatsch. Geht das als Kamin durch? Nee, eher nicht. Das auch nicht. Schade eigentlich. Ah, aber hier Kleiderständer sind für unten noch eine gute Idee.
Geht das hier noch so ein Kleiderständer herstellen? Kommt man da noch gut durch? Ja, das stört gar nicht. Perfekt. Machen wir. Power. Generator. Nee, Generator brauchen wir nicht. Connection Switches. Lights. Jetzt wird's interessant. Lampen. Wir haben hier standardmäßig so eine Glühbirne, die zwar Licht produziert, aber nicht an ist. Die ist schon von Haus aus, gehört die zu dem Haus. Da kann ich gar nichts dagegen machen. Ich kann die höchstens in einer anderen Lampe verstecken quasi. Wir können hier so einen Lampenschirm drüber glitschen. Das dürfte funktionieren. Das wäre vielleicht ganz cool. Bei dir würden die vertrocknen. Ja, da bin ich auch gefährlich. Ich habe Tomaten auf dem Balkon jetzt zum zweiten Jahr, also das zweite Mal. Und ich bin da auch mit. Ich muss da immer aufpassen, dass ich die auch wirklich genug gieße. Ich vergesse das nämlich immer. Das ist wirklich blöd. Ach Mist, wie soll ich denn... Das wird gar nicht so leicht. Ich hoffe, das geht überhaupt mit dem Glitchdämpfen. Nee, das funktioniert nicht, weil ich durch den Stempel durchgreifen muss, wenn ich die richtig dahin glitschen will. So funktioniert das nicht. So nicht. So nicht, junger Mann. Müssen wir irgendwie ein bisschen niedriger aufhängen. Oder den Stempel höher platzieren. Oh, was ist denn jetzt? Okay. Oh, das ist mir schon wieder zu kompliziert hier. Zu umständlich. Es sei denn, kann man Stempel stapeln? Nee. Okay, Lampenglitschen ist eher doof mit dem Mod, merke ich so. Dann, bevor wir jetzt da lang rummachen, lebe ich vielleicht einfach mit der hässlichen Glühbirne hier. Weil ich müsste die auch viel höher reinschieben. Die hängen auch alle zu niedrig. Das ist einfach doof. Und so schön ist die Lampe auch wieder nicht. Aber so ganz aufgeben will ich doch noch nicht. Ich müsste einfach eine relativ niedrige Decke schnell bauen. Dann geht das schon. Das dürfte ja hinhauen. Ah! So, Achtung. Das dürfte passen. Wenn ich jetzt die Lampen da drunter krieg, dürfte das wunderbar funktionieren. Ach komm schon, Lampe. Jetzt sei doch nicht so blöd, ey. Ist aber auch ein Boden, muss ich fairerweise sagen. Und kein Dach. Ich dachte, es ist eigentlich wurscht. Ist es doch eigentlich auch, oder? Man kann doch auch an die Böden vom Stockwerk darüber eigentlich ohne Probleme die Lampen hängen, aber naja, okay. Hey, wie sieht's denn damit aus? Da muss ich vielleicht nicht mal glitschen. Ach, Lampe. Jetzt sei doch nicht so. Was ist denn mit der Lampe los? Die ist aber auch bescheuert. Spinnt die Glühbirne hier auch? Ja, die Glühbirne mag das Dach auch nicht. Wo kann man denn dann bitte die Glühbirne überhaupt hinhängen? Ist doch verklappt. Okay, ich versuche jetzt noch ein, zwei Sachen. Das ist zu hoch. Ach so, Moment mal.
So, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Aha, das sieht schon besser aus. Jetzt kann es natürlich passieren, wenn ich jetzt den Stempel wieder finde, dass der jetzt dann das falsche Objekt nehmen will und nicht die Lampe nimmt, sondern den Rahmen. Das wäre natürlich doof. Schauen wir mal. Ja! Schwere Geburt, aber hat funktioniert. Bau doch aus Betonteilen ein Rathaus. Wie jetzt? Einfach so, jetzt hier. Wir haben doch quasi schon die Patreon Hall of Fame. Die ist ja quasi schon das große Rathaus im Grunde. Pflanzen ist überhaupt nichts für mich. Ich bin Erfinder der Kunstblume schuldig einiges. Hey Jerry Illusion. Mit dem Betonstempen. Ja, stimmt. Hätte ich die auch anders glitschen können. Aber zu spät. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wo, wann, warum und überhaupt. Das sieht okay aus. Aber die hängt jetzt schon ein bisschen sehr tief, oder? Verdammt, da haut man sich ja den Schädel an. Aber die andere Glühbirne hängt halt auch so niedrig. Jetzt ist wenigstens die hässliche Glühbirne ein bisschen versteckt. Aber dass jetzt besser ist, dadurch weiß ich auch nicht. Ja, es ist schon ein bisschen gemütlicher. Aber ja, ich weiß auch nicht. Lassen wir es mal. Hey, man könnte hier noch so ein kleines Tischchen hinstellen. Ein Couchtisch sowieso. Warte mal. Counters Table dann wahrscheinlich am ersten. Ah ja, genau. Einmal hier. Und den machen wir hier hin. Der ist ein bisschen hoch fast, ne? Aber finde ich besser. Okay. Kann man dann später noch ein bisschen dekoratives Zeugs draufstellen. Oder so eine Lampe zum Lesen. Okay, überredet. Machen wir. So, noch grundsätzlich ein paar Lampen, wo noch Platz ist, wo ich nicht schon überall Pflanzen hingestellt habe, wo noch Platz war. Ah, ist nicht mehr wirklich viel sinnvoller Platz für Lampen. Naja, Lampen werden überbewertet. Wandlampen. Ja, Wandlampen. Landwampen, genau. Da habe ich tagelang überlegt. Also zumindest habe ich die letzten Tage wirklich immer wieder überlegt, wie ist denn dieser Versprecher Landwampe passiert? Ich bin nicht drauf gekommen, wie ich auf Landwampe gekommen bin. Aber jetzt mit den Landwampen, mit dem Wandlampen, wird mir einiges klar. Offensichtlich eigentlich, dass mir das nicht eingefallen ist. Naja. Ich hatte nur noch den Versprecher im Kopf, aber wusste nicht mehr, woher er kommt. Ich hätte gehofft, dass bei Food auch wirklich Teller dabei sind, wie es im Vorschaubild gezeigt wird, aber leider nur wirklich zum Anbauen. Schade eigentlich. Wäre cool gewesen, wenn ich hier auch ein paar Teller einfach und so hätte hinstellen können. Stores,
Crafting, NPCs, Experimental Tools. Ja, dann war's das schon. Dann sind wir hier schon durch. Da gibt's nicht mehr dekorative Sachen dann in dem Fall. In dem Sinn. Schade, da müssen wir halt doch dann mit dem OC Decorator ran im Grunde. Oh oh, ich kann gerade nichts mehr bewegen. Ich kann gerade nicht mehr lenken. Oh, puh. Ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Ich speichere mal. Die ganze Dekoration des Hauses wäre jetzt dann weg gewesen. Die ganze letzte Stunde im Grunde explodiert auf einen Schlag. Das wäre ein bisschen schade gewesen. Echt im Soundtrack hört man das, oder wie? Da muss ich mal genauer hinhören, das ist ja interessant. Hier hinten im Eck ist es noch dunkel. Wir brauchen eine kleine Lampe. Finde ich beim Arbeitsschreibtisch noch. Ach, der spinnt wieder. Irgendwie ist dieser, also der ist einfach komisch, dieser Schreibtisch. Hier über die Kante kann ich die Lampe stellen, aber hinten... was Sinn machen würde, eher nicht. Ah, warte mal. Okay, machen wir es so. Na, das ist doch ganz cool geworden. Das hätte ich jetzt wirklich gar nicht gedacht, dass das dann doch irgendwie noch so schön wird hier drin. Das kann man so lassen, oder? So kann man doch wohnen. So. Ups. Aber jetzt, passt mal auf. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich überlege nämlich jetzt wegen noch Dekorationen. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar Tassen, Teller, einfach so Kleingrusch, was es halt so gibt im Fallout-Universum. Ich weiß, dass ich in der Vault eine ganz große Kiste hatte. Natürlich. Mit ganz viel Kleinzeug, das ich nicht recycelt habe. Das ist jetzt natürlich unzugänglich, die Kiste mit Sachen, die ich extra zur Seite gelegt habe. Weil die Vault können wir nicht mehr betreten. Das ist schade. Aber wenn mich nicht alles täuscht, mit ein bisschen Glück, müssen wir mal gucken, habe ich beim Museum vielleicht nämlich auch noch eine Kiste. Wo vielleicht noch ein bisschen Zeug drin ist. Ich finde eine... gerade. Ach so, weil da meine Powerrüstung parkt, sieht das so komisch aus. Okay. So. Jetzt aber. Piu, 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 piu. Wie viele Stunden habe ich schon Fallout 4 gespielt? Kann man sich auf der PlayStation leider nicht anschauen, was mich echt nervt. Finde ich echt schade, dass die da keine Statistik haben. Weil alles in allem, alle Let's Plays zusammengerechnet und die Zeit, die ich privat gespielt habe, bestimmt einiges in Stunden. Bestimmt viele hundert, wenn nicht sogar tausend. Also ganz bestimmt, ja. Ja, nicht abgestürzt, das ist gut. So, mal schauen, ob ich hier eine Kiste für Kleinkram noch habe. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Getränke, Essen. Hier sind eher Essen und Getränke drin, oder? Drogen.
auch Medikamente, alles. Genau, hier ist eher Essen, Getränke, Verbrauchsitems halt so allgemein. Na gut, hier haben wir die ganzen Waffen einsortiert. Vorkrieg. Ah, aber ist hier nur Kleidung? Weiß ich nicht, müssen wir mal schauen. Power Armor, Questgegenstände. Rudel. Was ist denn NW? Gage Rüstung. Nuka World natürlich. Ach ja, klar. Comic Security Pre-War Military. Na, aber wahrscheinlich ist es schon die Vorkriegskiste. Mal schauen. NW ist Nuka World. Ja, genau, klar. So. Ah ja, guckt, hier so Reinigungsmittel, das ist zum Beispiel schon mal gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ist gut zu wissen. So ein Globus nehme ich mal mit zum Beispiel. Aber ich habe schon befürchtet, dass ich hauptsächlich Kleidung gespeichert habe. Aber gut, ich nehme trotzdem mal ein bisschen was mit. Zeitung, Brotkasten, kann man alles gut zum Dekorieren benutzen. Perfekt. Schreibmaschine. Ah, Mist, auf dem Schreibtisch ist eigentlich fast kein Platz mehr dafür, ne? Ein Gartenzwerg, ein richtiger Gartenzwerg. Stellen wir vors Haus. Kamera, ne, hier wäre viel Zeug, aber ich will jetzt mal wirklich nur das mitnehmen, was ich, wo ich sofort sage, so, ah, ja, perfekt, können wir da und dahin räumen. Eine Nuka-Flasche, eine leere Nuka-Flasche ist auch eine gute Idee. Stellen wir auf den Wohnzimmertisch oder so. Ah ja, wenigstens eine Tasse, eine saubere Tasse haben wir wenigstens da drin. Ein paar, ein Anzug, Quatsch, ein Teller haben wir auch noch. Ich habe halt hier fürs Museum, glaube ich, wirklich von allem eins im Grunde, mehr oder weniger. Das ist natürlich doof, wenn ich das dann rausnehme jetzt für... Aber gut, klar, für was brauche ich es denn hier noch? Ist ja wurscht. Also, her damit. Das nehmen wir mit. Ja, da kann man dann später nochmal kommen, aber jetzt für die Küche und Wohnzimmer ist das schon mal gut. Und jetzt wollte ich hier nochmal schauen, weil vielleicht gibt es auch ein paar Nahrungsmittel, die man dann noch aufstellen könnte. Wie zum Beispiel, ich meine, hier so ein paar, ich meine, nehmen wir halt mal ein paar Flaschen mit. Flaschen sind immer gut. So ein Kürbis, so Sachen könnte man auch in den Kühlschrank stellen zur Dekoration, aber dadurch, dass man ein bisschen Objekte sparen muss, damit nicht wieder alles abstürzt dauernd, lasse ich den Kühlschrank jetzt mal undekoriert, weil wie oft guckt man da schon rein. Aber cool wär's. Trau mich nur nicht. Schimmliges Essen. Perfekt. Nehmen wir drei mit. Ich glaube, genau. Passt schon. Okay, ich speichere mal, bevor wir wieder schnell reisen. Wo steht eigentlich meine Power-Rüstung?
Aber die Raider-Rüstung hier ist unmöglich meine aktuelle wirkliche Power-Rüstung. Ah, hier im Workshop habe ich auch noch einige Sachen drin. Ach so, ich habe ja wahrscheinlich Handelsrouten, ne? Wahrscheinlich sind das die Standardobjekte einfach überall. Verstehe. Naja, okay. Schnellreise zurück nach Sanctuary. Den Hut, wenn das hinhauen würde, dass man den so an den Garderobenständer irgendwie trapiert. Mit dem Glitch-Mod, da war so richtig drehen, dass er schräg ist, kann man den wahrscheinlich auch nicht, aber wäre vielleicht ganz cool. Aber ich habe es zu spät gelesen. Eine Waffe hätte ich jetzt auch gleich mitnehmen können, das stimmt. Ja, aber mein Charakter ist mit Level 120 eh unsterblich eigentlich. Es dauert halt nur ein bisschen. Ich muss halt lang drauf schießen. Oder die verprügeln zur Not. Aber viel kann eh nicht passieren. Genau, die Quantum Power Rüstung habe auch ich quasi eigentlich als... Du bist special. Das ist auch ein Mod. Ich dachte, die habe ich deaktiviert. Seltsam, seltsam, seltsam. Naja, okay. Habe ich eigentlich hier noch irgendwas drin? Nee, das habe ich schon alles ausgeleert. Das war ja quasi hier in Sanctuary, wahrscheinlich wie für die meisten Spieler am Anfang meine Hauptbasis. Aber dann bin ich eben nach Spectacle Island umgezogen und habe hier im Grunde alles ausgeräumt. Und dann für die Let's Builds habe ich quasi alles von Spectacle Island und den anderen Siedlungen wieder rüber nach Sanctuary, ins Museum eben geräumt. Aber da war ich quasi schon durch mit dem Spielen. Das war dann schon nur noch quasi für die Show. Fürs Bauen halt. So, Baumodus. Öffne dich, genau. Jetzt muss ich mal schauen, wo der... OC Decorator Mod mit dabei ist eigentlich. Installiert habe ich den eigentlich. Ich finde ihn nur gerade nicht. Muss ich mal kurz alles durchgehen. Vielleicht irgendwo bei Spezial. Aber ich glaube, Spezial sind nur so Objekte, die besondere Effekte haben. Ich weiß gar nicht, woher die kommen eigentlich. Was zur Hölle ist denn das da? Es sind sehr viele Tools, die ich teilweise nicht verstehe. Da kann man sehr viele Sachen damit machen, die einem helfen. Ah, guck, hier so ein Laser zum Vermessen einfach, oder wie? Nee, der hat wirklich eine Option. Aber ich verstehe die nicht. Ist auch wurscht. Backsteinwand. Interessant. Ah, hier sind noch Möbel aus dem... Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aus dem Creation Club sind ja auch noch ein paar Möbel drin. Irgendwann gab es mal dieses klassische Möbelset kostenlos. Aber ja, mein Gott. Passt schon. Aber mit dem OC Decorator bin ich jetzt echt verwirrt. Weil ich dachte, der Mod müsste eigentlich hier sein. In der Leiste.